So, herzlich willkommen beim Stand von Avid. Neben mir steht der Lars Kischkel. Herr Lars. Hallo Uli, grüße dich. Lars, schön, dass du wieder hier bist. Im letzten Jahr hatten wir auch schon über euer neues System gesprochen. Dieses Mal wolltest du mir mal euren kompletten Stand hier zeigen. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Pro-Audio-Pod an, hier vorne. Das haben wir letztes Jahr schon kurz erwähnt, unsere neuen Interfaces. Wo ich auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen möchte, ist unsere Artist-Series. Wir haben ja im letzten Jahr die Firma Euphonics erworben und haben Yukon integriert ins Pro Tools. Das ist ziemlich cool. Ich habe hier mal einen kleinen Uli Special Key Command angelegt. Das ist so ein kleiner Makro. Wenn ich jetzt ins Pro Tools gehe, kann ich hier einfach per Fingertipp, hier liegt er direkt auf meinem Touch-Display, zwei Commands in einem durchführen. Ich mache hier einen Tap-to-Transient und Cut und kann so ganz schnell zack, 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 zack Drum-Edits machen oder halt alles, was ich gerade mal schnell editieren muss. Und jetzt in schwarz, sehr schick, vorher waren die silber. Also tolle Pro Tools-Integration, das ist erst Abschluss der Phase 1 von Yukon. Wir sind dabei, Phase 2 abzuschließen, werden also noch mehr Pro Tools-Funktionalitäten demnächst auf den Konsolen haben. Und ganz wichtig für uns ist natürlich Openness. Das heißt, es gibt mittlerweile 50 Applikationen, die mit diesen Controllern arbeiten können über Yukon. Und das soll auch so bleiben. Da passiert ja also noch einiges bei euch. Absolut. Super interessant. Lars, wo gehen wir nun hin? Lass uns doch mal zum Media Composer Pod gehen. Okay. Ja, hier sind wir an unserem Media Composer Pod. Das ist mein lieber Kollege, der Martin Olf. Und Martin, was haben wir denn hier? Hallo. Hallo Martin. Hallo. Wir haben hier die nächste Version von unserem Media Composer. In der werden wir das 3D-Editing viel weiter treiben können, als wir das bisher konnten. Das heißt, der Composer in der nächsten Version wird echte 3D-Stereo-Container verarbeiten mit zweimal Full-HD-Video. Und dadurch, dass wir jetzt echte 3D-Stereo-Container haben, sind wir auch in der Lage, Effekte auf diese 3D-Videos abzulegen und da auch Transformationen durchzuführen. Man kann das hier wunderbar in dem Differenzbild sehen mit dem Pfosten hier. Mit dem Vergenz-Regler sind wir also in der Lage, die 3D-Bilder so gegeneinander zu verschieben, dass wir den Nullpunkt unseres Bildes so legen, dass der an der uns gewünschten Stelle liegt und wir somit diese Kipp-Effekte, die in 3D-Bildern ab und zu entstehen, nachregulieren können. Wir können Color-Korrekturen auf die Bilder, auf 3D-Container loslassen. Wir haben auch in der neuen Version vom Composer echte 5.1-Spuren, an denen wir arbeiten können, sodass wir also die einzelnen Spuren im 5.1 anfassen können. Und das Ganze wird eine native 64-Bit-Applikation sein unter macOS und Windows 7. Das heißt also 3D schneiden und in 5.1 auch schneiden. Also fast, sage ich mal, fertiges Produkt. Komplett fertiges Produkt. Eine Frage noch, gibt's? Ihr habt ein Studenten-Special. Genau, es gibt ein Special für die Studenten. Der aktuelle Preis für den Media Composer für Studenten liegt bei 249 Euro, inklusive 4 Jahre freies Upgrade. Also lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizukommen. Okay, aber das Angebot gibt es noch ein bisschen länger auch im Internet. Das ist kein Angebot nur für die Messe, das ist ein generelles Angebot an alle Studierende und Lernende. Okay, vielen Dank, Martin. Lars, ihr seid ja vor einigen Jahren aus dem Studiobereich heraus, auch in den Live-Bereich, habt ihr euch weiterentwickelt. Das ist die Venue. Kannst du uns kurz da einen kleinen Rundum? Ja, gerne, Uli. Also was wir hier auf der SAE zeigen, das ist die SC48. Das ist also sozusagen die Einsteiger-Venue. Die ist sehr kompakt. Wir haben hier 48 Mic-Pres dran. Also wir können mit 48 Signalen hier reingehen. Wir haben hier oben auf dem Laptop ein Pro Tools 9 stehen. Das Ganze läuft über Firewire an die Venue. Das heißt, wir können hier 32 Kanäle direkt auch aufnehmen von der Show oder zur Show Playback fliegen. Das ist ja relativ normal, dass man das macht. Was hier drauf läuft, ist die Software der Venue. Das heißt, im Prinzip läuft hier so eine Art TDM-System im Hintergrund mit den ganzen Plugins. Das ist auch der große Vorteil an einem Venue-System. Die komplette Pro Tools-Integration, Virtual Soundcheck, die Band braucht noch nicht mal mehr auf die Bühne gehen. Wir haben hier alles in the box. Wir können die ganzen Plugins aus der Studioproduktion benutzen. Und ja, es ist ein sehr geiles Produkt und es läuft auch ziemlich gut. Also es arbeiten sehr viele mittlerweile damit. In Deutschland zum Beispiel Fanta 4. Ja, und wir machen natürlich auch mal Workshops auf der Venue und wir haben auch heute schon viele SAE-Studenten gehabt. Wir haben hier gerade eine Alicia Keys-Demo-Session, die schon ein bisschen Alicia Keys gemischt haben und viel Spaß dabei hatten. Was wir hier übrigens noch sehen, das sind unsere M-Audio PA-Speaker. Die haben wir auch jetzt im Programm. Die GSR-12, sehr schöne, günstige PA, auch sehr zu empfehlen, klingt fantastisch. Das heißt, was hier sehr interessant ist, man kann also im Studio eine Gitarre, eine Vocalspur, eine Snare-Drum besonders mit Plugins bearbeiten und kann genau diesen Sound live mitnehmen. Genau, das ist der große Vorteil, absolut. Also während du natürlich früher tonnenweise Racks mitgeschleppt hast, hast du hier deine ganzen Waves-Plugins drauf, alles was auf der Venue Third-Party-Plugins läuft, Sonox, was auch immer, genau, richtig. Ja, vor allen Dingen, man hat im Studio die Möglichkeit, das in Ruhe auszuprobieren und
kannst dann 1:1 sofort umsetzen, ohne dass man da irgendwelche Problemchen bekommt. Richtig, du kannst sogar diese Software nehmen und im Laptop auf deinem Computer im Hotelzimmer die Show vorbereiten. Mhm. Dann gehst du in den Saal, lädst dir nur noch deine Settings hier drauf und los geht's. Ja, und ohne Musiker, wie du eben schon gesagt hast, man kann also festplattenmäßig dann die Band spielen lassen und kann den Saal dementsprechend dann einmessen darauf. Richtig, und genau. Nochmal Feintuning machen, ohne dass die Band wirklich da ist. Absolut. Ja. Du nimmst im Prinzip die erste Show auf, nimmst die ganzen DI-Signale auf und das nutzt du dann für die anderen Shows als Virtual Soundcheck. Braucht man nur disziplinierte Musiker, die halt eben immer die Gitarren, Amps und alles gleich stehen haben. Das ist sehr wichtig. Genau. Aber funktioniert super, habe ich ja auch schon mehrfach schon live gesehen. Hier sind wir nun bei den Keyboards, Lars, Venom und Axiom. Was kannst du dazu sagen? Also Venom ist ein relativ neues Produkt. Das ist unser erster M-Audio-Synthesizer. Sensationell, also klingt wahnsinnig cool und günstig. Kostet 449 Euro derzeit und ist halt eben der erste Synthesizer aus dem Hause M-Audio. Das hier ist das Axiom Pro. M-Audio ist Marktführer im Bereich Controller-Keyboards und das ist unser Top-Produkt. Wir haben hier Hyper-Control, das heißt, wir haben eine sehr, sehr integrierte Pro Tools-Steuerung über das Axiom Pro und wirklich eine sehr, sehr gute Tastatur, muss man dazu sagen. Die sind auch komplett standalone. Einstecken, spielen. Genau, einfach Plug-and-Play, USB, MIDI, was auch immer. Genau. Das geht natürlich auch mit anderen Applikationen, nicht nur mit Pro Tools. Auch die Hyper-Control-Funktionen funktionieren mit Logic oder Cubase. Sibelius 7 haben wir natürlich hier auch auf dem Rechner installiert, zeigen das. Pro Tools 9 Standalone und natürlich auch unsere virtuellen Instrumente kann man hier anchecken, also wie zum Beispiel Velvet oder Hybrid, alle Sachen aus dem Pro Tools Instrument Pack, Strike und mein Lieblingstool Transfuser, so für die Elektroküche, sensationelles Instrument. Das ist der Boris und der erzählt uns jetzt noch ein bisschen was zum brandneuen M-Audio Interface Fasttrack C400. Okay, danke Lars. Neben mir steht jetzt der Boris Prell. Hallo Boris. Hallo. Du zeigst uns jetzt was? Fasttrack C400, unser würdiger Nachfolger des erfolgreichen Fasttrack Pro aus dem Jahr 2005. Es hat also lange gedauert, aber es hat sich gelohnt. Brandneues Interface, 24-Bit 96 kHz Support, Full Duplex. Wir haben die Wandler verbessert um 2-3 dB. Wir haben am Mikrofon-Gain geschraubt und können jetzt 10 dB mehr rausholen, besonders für die dynamischen Mikrofone. Interessant, wir haben ein Top-Panel, die Bedienung ist komfortabler. Wir haben einen DSP-Mixer drin. Wir können bis zu 8 Schritte über den Multi-Button an Funktionen dem Pro Tools übergeben. Also Start, Stopp, neuen Track anlegen. Und eine neue Aufnahmebereitschaft in Pro Tools. So ein kleines Goodie speziell für Pro Tools, den Multibutton. Nächste Woche erscheint dann das Fasttrack C600. Noch ein kleines bisschen breiter, nochmal 2 Preamps und dann kommen noch Transport-Buttons dazu. Sehr viele Neuheiten bei euch und mittlerweile eine riesen Produktpalette. Ja. Boris, was steht hier hinter uns? Wir haben hier einmal eine iPad-Software, das ist Sibelius Scorch. Das gibt es über einen App-Store, kann man das kaufen. Eine direkte Anbindung von der Sibelius-Software auf dem Rechner, aufs iPad, seit kurzem erhältlich. Und auch erst seit kurzem erhältlich ein Mini-Keyboard, Keystation 32 Mini. Anschlagdynamische 32 Tasten, hintergrundbeleuchtete Buttons, ein griffiger Drehregler und portabel, klein, kompakt. Super, vielen Dank für die Info, Boris. Und verabschiede ich mich von dir und gehe wieder zum Lars rüber. Es gibt ja noch mehr zu sehen. Lars, ich sehe hier eine Logic-Oberfläche. Da hast du dir bestimmt was bei gedacht, wenn er schon hier Logic zeigt. Warum? Ja, also die neue Zielrichtung von Avid ist einfach Openness. Wir haben ja seit der Pro Tools 9 das erste Mal ein Pro Tools ohne Hardware-Bindung. Das heißt, du kannst jedes Interface benutzen. Und hier auf dem Avid-Stand dieses Jahr haben wir auf 2 Rechnern Logic und Cubase. Ich meine, wir vertreiben Pro Tools, aber wir haben natürlich auch Logic hier, weil es uns darum geht zu zeigen, wie sensationell diese Artist Series arbeitet mit dem Yukon-Protokoll, ob das Logic ist, Cubase oder Pro Tools. Das heißt, die Studenten und alle Besucher der SAE-Convention können hier mit ihrer Applikation sozusagen ihre eigene Erfahrung mit der Artist Series machen. Also wir beschränken uns hier nicht auf Pro Tools, sondern wer sagt, hey, wie läuft das denn mit Logic? Hier ist Logic, da vorne ist Cubase. Hands-on ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben hier vorne natürlich auch noch ein Venom stehen, wo man einfach mal ein bisschen ausprobieren kann und zwei 11 Racks mit Gitarre und Bass. 11 kann ja jetzt auch Bass Amps, also wer Bassist ist, einfach mal den Bass greifen, anspielen. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Okay, Lars, vielen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Wie der Lars schon sagt, hier vorbeikommen, alles hier antestbar, vor allen Dingen sehr kompetente Leute, die eure Fragen auch sofort beantworten können. Und ich würde sagen, dann ziehen wir weiter zum nächsten Stand.